mit Ralf Schmidt. Ralf Schmidt ist unser Kandidat für das Amt des Regionalverbandsdirektors. Und vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Du bist 48 Jahre alt, verheiratet, hast 3 Kinder, genau. Wohnst in Weipershofen und hast Architektur studiert in Kaiserslautern, wenn ich das richtig weiß. Und bist Geschäftsführer der Arke Solar. Richtig. Ja, also du kandidierst um das Amt des Regionalverbandsdirektors. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu machen? Es gibt eigentlich 2 Momente, die dafür entscheidend sind. Das eine ist, wie du gesagt hast, ich bin schon viele Jahre kommunalpolitisch unterwegs. Und für alle Kommunen hier im Regionalverband spielt natürlich der Regionalverband eine große Rolle. Nicht nur als Schulträger und als Träger der Sozialhilfe und im Jugendbereich, sondern eben auch als Kreisebene, wo die Kooperation der Kommunen gelebt oder eben nicht gelebt wird. Und da war es mir ein Anliegen, jetzt zu sagen, auf Regionalverbandsebene kann viel mehr passieren. Aufgrund meines kommunalpolitischen Engagements wäre ich auch gerne jemand, der auf dieser Ebene sich einbringt. Das andere ist, ich verfüge über viele Kompetenzen in den letzten Jahren, gerade im Bereich jetzt Bauen, kommunale Finanzen, Verwaltung. Welchen Themen möchtest du dich ganz besonders widmen? Was ist dir besonders wichtig? Ja, ich denke, im Regionalverband ist klar, die Kernthemen auch im Jobcenter-Bereich, die sind wichtig. Das sind die Themen starke Familien, das Miteinander fördern, also gerade dieses generationenübergreifende Miteinander muss mehr in den Fokus gerückt werden. Das Thema junge Familien, attraktive Wohnraum, also auch die Schaffung von neuen Flächen für Familien, für bezahlbaren Wohnraum, aber auch für die Ansiedlung von Unternehmen. Und da bin ich beim Thema Wirtschaftsförderung. Das sind also die Klammerthemen, die man, glaube ich, noch mal viel, viel stärker im Regionalverband in den Fokus nehmen muss, fördern muss, plus das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Und da bin ich der Überzeugung, dass der Regionalverband Vorreiter sein muss, Vorbild sein muss und das auch mit seinen Schulen, mit seinen Liegenschaften, aber auch mit seinem Tun den Menschen einfach vorbildhaft zeigen muss. Warum bist du genau der richtige Mann für den Posten des Regionalverbandsdirektors? Warum sollen die Wählerinnen und Wähler dir ihre Stimme geben? Also ich denke, ich bin ein sehr gut geeigneter Kandidat. Ich will nicht sagen, dass ich der Beste bin, aber ich denke, ich bringe alles mit, was es braucht. Ich bin jetzt vom Alter her so, dass ich noch gut und gerne 20 Jahre dieses Amt ausfüllen kann, also einfach eine Perspektive auch mitbringe. Ich denke, ich verfüge über die Kompetenzen. Ich bin Kommunalpolitiker, Geschäftsführer, Energieexperte, Architekt, aber vor allen Dingen Ehemann und Familienvater, 11, 7 und 2 Jahre. Also ich kenne das auch aus der eigenen Erfahrung her, was die Familien umtreibt. Und ich will mich vor allen Dingen mit voller Kraft engagieren und wirklich ambitioniert und mit Visionen auch in diesen Job reingehen. Für mich ist das mehr als nur Verwaltung. Und ich komme eben aus auch dem unternehmerischen Bereich, kenne die Kommunalpolitik und ich glaube, da kann ich einfach neue Impulse setzen, die jetzt einfach fehlen. Wenn man dich jetzt noch ein bisschen genauer kennenlernen will oder genau wissen will, wie tickt denn der Ralf Schmidt so genau, wo kann man dich die nächste Zeit treffen? Ja, ich habe natürlich jetzt so vor der Wahl noch ganz, ganz viele Termine. Die finden wir sicher auf meiner Facebook-Seite. Also gerne mal dort nachschauen, was ich schon gemacht habe und wo ich unterwegs bin. Auf der Homepage natürlich auch. Aber ansonsten einfach auch gerne mich ansprechen, mich anrufen. Ich bin natürlich da für jede Frage. Also sprecht mich an, sprecht auch die Gemeinden und Ortsverbände wie in Heusweiler an. Wir sind ja im direkten Kontakt. Wir wollen das ja gemeinsam wuppen. Also von daher, ich bin offen und für jedes Gespräch bereit. Dankeschön. Danke auch. Also, wenn Sie mehr über Ralf Schmidt erfahren wollen, nutzen Sie die Gelegenheit und die Chance, ihn persönlich zu treffen und lassen Sie sich genauso wie wir es schon sind davon überzeugen, dass auch er genau der Richtige ist für den Posten des Regionalverbandsdirektors.